Ja, hallo, grüße dich oder euch. Ich mache heute eine kleine Tour um den Selberg. Der liegt zwischen Kreimbach-Karlbach und Wolfstein bei Rothselberg. Und da habe ich mir eine kleine Tour rausgesucht von so 10 Kilometern. Da komme ich an so einem Turm vorbei. Mal gucken, ob ich raufgehe. Dann mache ich einen Abstecher zu einem Segelfliegerflughafen, glaube ich. Jedenfalls zum Flughafen klein. Mal gucken, wie es da aussieht. Und heute haben wir schönstes Wetter. Wenn du Lust hast, komm einfach mit. Auf geht's. Ja, du siehst es, ich arbeite an meiner Schwindelfreiheit. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier schweren Herzens. Ich habe 2 Anläufe gebraucht. Auf einen Turm gekrabbelt, und zwar den Turm auf dem Selberg. Der ist offen, das ist eigentlich gar nicht so meine Sache. Ich bin gar nicht so schwindelfrei, aber nach dem zweiten Anlauf habe ich gedacht, na, runter geht's ja, dann schaffst du es auch rauf. Habe mir die Zähne zusammengebissen und bin dann wirklich hier auf diesen Turm. Und ich sag euch, es hat sich mal wieder gelohnt. Ich zeig's euch. So, ich komme hier des Weges und da steht diese schöne große Hütte. Die schauen wir uns das mal an. Das hier ist der ideale Platz für Käffchen zu machen. Segelflieger. Ein schöner Platz hier. So. Post. Ja, schönes Plätzchen hier. Genau richtig für eine Kaffeepause. Ja, so. Das war die Selberg-Rundtour. Ich trinke jetzt meinen Kaffee noch aus und dann gehe ich wieder zurück ans Auto. Es wird noch so ein Kilometer sein und dann wird es zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht raus in die Natur. Bei dem Wetter gibt es nichts Schöneres. Und ich verabschiede mich mit meinen üblichen Worten. Bis bald im Wald. Tschüss. Ja, ganz kurz nochmal. Hier, ich habe vorhin einen Apfel gegessen. Ich nehme sogar den Apfelkrutzen mit nach Hause. Der hat im Wald nichts zu suchen. Auch wenn er verrotten würde oder von Wildschweinen gefressen werden würde, der gehört in den Biomüll. Hier steht zwar ein Mülleimer, aber ich kann ihn genauso gut mitnehmen. Daran trage ich mich nicht tot. Ich hoffe, ihr macht es genauso. Nehmt euren Müllabfall wieder mit nach Hause und haltet uns die Natur sauber. Okay, tschüss.